is GFL Football. 2K5 Athletic. Offizieller Ausstatter von GFL Internet TV und Radio. Herzlich willkommen zu GFL TV Woche 16, liebe Zuschauer. Heute ausnahmsweise mal ohne Moderation. Wir steigen gleich ein mit den Spielberichten und sind im Eintrachtstadion zu Braunschweig zu Gast zum Niedersachsen-Derby. New York Alliance gegen die Hildesheim Invaders. Vor Spielbeginn noch alles ganz freundschaftlich, auch die Begrüßung für die Gäste. Aber danach machten die Lions ernst. Und das, obwohl sie zwar Christian Bollmann wieder zurück haben, aber auf Niklas Römer verzichten müssen. Und sie haben natürlich noch ihren Running Back David McCants, 24 Yards Raumgewinn für die Lions. Und auch Nate Morris ist wieder da. Und das war keine gute Nachricht für die Gäste aus Hildesheim. Da bekommt Morris den Ball und macht 12 Yards Raumgewinn. Und das war nicht seine einzige gute Aktion im Spiel. Anschließend Casey Terrio mit dem Pass in die Endzone. Da ist wieder Nate Morris, 6 Yards, 6:0. Die Invaders Offense leistete sich im ersten Quarter einen schweren Fehler. Quarterback Zach Kavanaugh wirft hier kurz und Jonathan Rollins geht dazwischen. Touchdown Return, 16 Yards, 13:0. Neuer Quarterback für die Hildesheim Invaders danach, nämlich Nelson Hughes. Aber das Ergebnis ist das gleiche. Auch sein Pass wird abgefangen, diesmal von Roni Salonen. Der Draw, der Handoff leicht verzögert zu David McCants. Und der bringt den Ball an die Hildesheimer 1-Yard-Linie. Und so geht's dann rein ins zweite Quarter. Einmal kurz durchschnaufen für David McCants und dann aber bitteschön aus einem Yard Entfernung rein in die Endzone. Touchdown Lions, 20:0. Was war mit der Invaders Offense? Da blieb jetzt Hughes auf dem Feld. Der hat einen dritten Versuch und 15, läuft selber. Hält immerhin den Ball fest, aber bei 4 Yards Raumgewinn musste Hildesheim anschließend punten. Und dann kommt eben mal wieder David McCants mit einem satten Raumgewinn durch die Mitte und anschließend liegt der Ball an der 9-Yard-Linie und Terrio auf Christian Bollmann. Touchdown 27:0. Nach einem Hildesheimer Punt die Lions noch einmal vor der Pause. Casey Terrio auf Nate Morris. 40 Yards, 34:0. Das war der Spielstand zur Halbzeit. Und nach dem Seitenwechsel die Lions weiter mit dem Fuß auf dem Gas. Das ist Terrio auf Nate Morris. Da schlägt's ordentlich ein. Aber Morris hält den Ball fest und Jabari Johnson anschließend aus einem Yard Entfernung zum 41:0. Und erst dann die Gäste auch mit ein paar Offensiv-Highlights, nachdem die Braunschweiger die Partie schon im Sack hatten. Hughes auf Paul Bogdan, Touchdown, 28 Yards, 41:7. Und anschließend im vierten Quarter Hughes auf Philipp Gamble. Und das schauen wir uns dann genau jetzt an. Das ist nämlich die letzte Aktion aus diesem Spiel für uns. Touchdown Gamble aus 7 Yards Entfernung zum Endstand. Braunschweig gewinnt das Derby in Niedersachsen erwartungsgemäß deutlich mit am Ende 41:13. Beim Duell Dresden Monarchs gegen die Berlin Rebels, da ging es um Playoff-Plätze und Ausgangspositionen in den Playoffs. Die Gastgeber in den blauen Trikots von links nach rechts im ersten Quarter machten die ersten Punkte. Quarterback Garrett Saffron auf Max von Wachsmann, 19 Yards, 7:0. Die Rebels setzten auf ihren Quarterback, auf James Harris und auf Alex Tunkara, ganz schwer zu bremsen. Und das sind 12 Yards Raumgewinn und die Vorlage für den ersten Berliner Touchdown. Den erzielte Larry McCoy aus 5 Yards Entfernung, 7:7.
Dresdens Quarterback Garrett Saffron, nicht nur ein sehr guter Passer, sondern auch einer, der aus unglücklichen Situationen zu Fuß noch das Beste machen kann. Schauen Sie sich das hier an. Am Ende sind es nur 12 Yards Raumgewinn und trotzdem ein beeindruckender Lauf des Dresdner Quarterbacks. Und dann die Monarchs vor der gegnerischen Endzone und da findet er Mike Shallow 11 Yards 14-7. Die Rebels stehen mehr für Laufspiel, so auch in dieser Partie. Das ist Chris Smith, die niederländische Variante auf der Running Back Position 9 Yards. Und dann springen wir rein ins zweite Quarter. Der Rebels Drive geht weiter und endet so. Harris auf Tunkara. Touchdown, 51 Yards, 14-14. Der Running Back für Dresden heißt Joe Bergeron. Ist auch groß, ist auch kräftig und schwer zu bremsen. 15 Yards für den Mann mit der Nummer 24. Und dann auch Touchdown Dresden am Ende des Drives. Denn Saffron erkauft sich Zeit. So wie es nicht viele können. Und dann findet der Hendrik Hinrichs in der Endzone 6 Yards 21-14. Das war ein offensives Footballspiel in der ersten Halbzeit. Ein Shootout Larry McCoy. Mit dem nächsten Schuss 45 Yards Raumgewinn. Danach war es allerdings mit der Berliner Herrlichkeit vorbei. Smith verliert hier Raum. Die Rebels müssen sich mit einem Field Goal Versuch zufrieden geben. Philipp Andersen aus 50 Yards Entfernung. Der Kick ist gut, 21-17. Dann wieder die Berliner Verteidigung gefragt. Aber das war schwer gegen diese starken Monarchs. Saffron. Auf Bergeron 18 Yards Raumgewinn. Und dann Saffron auf von Wachsmann 19 Yards 28-17. Der anschließende Kickoff, dann allerdings wieder eine gute Nachricht für die Berlin Rebels. Jamal White macht das. Der Mann, der in Offense, Defense und Special Teams überzeugen kann. 85 Yards in die Endzone, Touchdown 28-24. Und jetzt nicht mehr viel Zeit bis zur Halbzeitpause. Die Dresden haben noch einmal den Ball. Und Saffron denkt sich, was ich selber erledigen kann. Das geht auch auf jeden Fall sauber über die Bühne. Deswegen laufe ich mal hier. 44 Yards Raumgewinn. Am Ende des Drives ein 30-Yard-Field-Goal von Florian Finke, 31-24 zur Halbzeit. Rein in den zweiten Durchgang. Erstmal Ballbesitz, Rebels, Lauf, Larry McCoy. 37 Yards Raumgewinn. Da liegt der Ball ein Yard vor der Endzone. Quarterback-Sneak von James Harris in die Endzone. Und der Ausgleich 31-31. Die Dresdner gefragt, aber die haben eine Antwort. Die heißt diesmal Mickey Kiai, 16 Yards Raumgewinn. Anschließend dann Saffron auf Hinrichs, 31 Yards, Touchdown, 38-31. Andere Seite, die Berliner mit einem vierten Versuch, 5 Yards zu gehen. Der Pass für Alex Tunkara und der ist gefangen. Für 10 Yards, wir springen rein ins vierte Quarter in einem spannenden Footballspiel, in dem beide Offenses zeigten, was sie können. Jamal White, der zeigt auch wieder, was er kann. Touchdown Pass von Harris, 22 Yards. Erneuter Ausgleich, 38-38. Aber dann die Rebels, Risiko in diesem Shootout. Der Onside Kick. Dresden erobert den Ball und Dresden bestraft die Gäste. Saffron auf Shallow, 33 Yards, Touchdown, 45-38. Jetzt der Druck wieder bei der Berliner Offense, 3. und 10. Harris unter Druck, Harris auf McCoy, da ist der Tackle, das ist kein First Down. Fehlen noch 4 Yards, 4. Versuch für Berlin. Und dann Harris wieder auf McCoy, aber da kommt ihm der eigene Offensive Lineman in die Quere und damit gewinnt Dresden 45-38 gegen die Berlin Rebels.
Die Berlin Adler hatten die Cologne Crocodiles zu Gast vor 500 Zuschauern in Berlin-Moabit. Die Adler in den dunklen Trikots stecken mittendrin im Abstiegskampf. Köln will in die Playoffs. Der erste Drive der Adler endete mit einem Punt. Also schauen wir dann gleich auf die erste Angriffsserie der Gäste aus dem Rheinischen. Crocodiles mit ihrem Quarterback Benjamin Mentges. Der wirft hier schnell auf Trevor Vasey und der erzielt 10 Yards Raumgewinn. Dann aber Probleme für die Kölner, denn der nächste Snap ist nicht gut. Kullert auf den Boden und die Adler werfen sich auf den Ball. Chance also für die Adler Offense und den Berliner Quarterback Nico Fortino. Und die lässt er nicht ungenutzt. 25 Yards in die Endzone. Max Zimmermann, Touchdown, 7:0. Dann aber die Kölner mit ihrer Hauptangriffswaffe, mit Running Back Kevin Parks. Und was der kann, das wissen wir aus den letzten Wochen. Hier erläuft er 11 Yards. Und so nähern sie sich langsam der Endzone der Berliner. Und dann Parks aus 23 Yards zum Touchdown, 7:7. Unentschieden also nach dem ersten Quarter. Und der nächste Drive der Berliner endet mit einem Field Goal Versuch von Manuel Leverenz aus 45 Yards. Und der ist gut. Guter Kick von Leverenz, 10:7 für die Gastgeber. Andere Seite. Jetzt mal die Ballübergabe an André Frisch. Und das ist ein klasse Lauf für 27 Yards für Köln. Fehlen noch genau 17 bis in die Endzone. Und die gehören dann dem anderen Kölner Running Back Kevin Parks. Touchdown Köln. Und die Gäste führen mit 14:10. Die nächste Kölner Angriffsserie dann allerdings nicht erfolgreich, weil der Pass über die Mitte von Mentges von Flügel abgefangen wird, den der Quarterback vollkommen übersehen hatte. Der muss gar nichts machen, der Ball kommt direkt zu ihm und damit also Chance für die Berliner selber wieder zu punkten. Fortino, diesmal auf den anderen Zimmermann, auf Paul Zimmermann, guter Catch, 17 Yards. Vor der Endzone wird es dann allerdings schwierig für die Adler. Pass von Fortino gedacht für Brian Zerbe. Ein bisschen in den Rücken geworfen, unvollständig. Deswegen wieder nur ein Field Goal durch Leverenz. Diesmal aus 22 Yards. Das ist gut. 13:14. Der Zwischenstand. Die Berliner nach vielen Blowouts in den letzten Wochen. Diesmal können sie mithalten in dieser ersten Halbzeit. Und auch defensiv machen sie Plays. Parks hier für Raumverlust. Deswegen auch für die Crocodiles. Nur ein Field-Goal-Versuch von Kahn Axen aus 37 Yards. Der ist erfolgreich. Zur Pause führen die Gäste mit 17:13. Der erste Kölner Drive der zweiten Halbzeit ist dann allerdings ein langer. Dauert 9 Spielzüge und der letzte davon Kevin Parks 5 Yards in die Endzone. Und dann eben doch eine relativ klare Gästeführung 13:24. Die Berliner Offense war gefordert. Aber beim 3. und 10 läuft Fortino selbst, verliert den Ball. Die Adler erobern das Leder, aber das ist kein First Down und Berlin muss punten. 6 Yards Rushing insgesamt nur für die Adler und das Problem, Köln bekommt dann den Ball und Kevin Parks bekommt den Ball. Und das macht er daraus, 13:31, die Entscheidung Ende des 3. Quarters. Im letzten Abschnitt dann nochmal Punkte für Köln, Frisch. Aus 8 Yards Entfernung 13:38 und erst ab da dann die Berliner Offense wieder mit ein paar Offensiv-Highlights. Ein paar Punkte gab es also noch für die Adler. Fortino auf Sidney Plewinski hilft natürlich, wenn man vollkommen vergessen wird von der Verteidigung. 46 Yards, Touchdown 20:38. Die Kölner wechselten dann ein bisschen durch und Quarterback Jan Weinreich leistet sich hier noch eine Interception abgefangen, der Pass von Frederick. Ja, und dann durften die Adler auch nochmal Punkte machen nach dieser Aktion durch einen Touchdown-Pass von Fortino auf Zerbe aus 20 Yards Entfernung zum Endstand. 27:38 klingt am Ende besser, als es zwischenzeitlich war für die Adler. Trotzdem diesmal keine Blowout-Niederlage für die Berliner. Immerhin.
Samsung Frankfurt Universe empfing die Ingolstadt Dukes. Es ging um die Playoff-Plätze im Süden. Frankfurt will sich Platz 2 sichern und ein Heimspiel haben. Und die Ingolstadt Dukes, arg dezimiert durch Verletzungen, wollen als Aufsteiger rein in die Playoffs. Der Anfang war wild von beiden Seiten, aber eben nicht gut. Viele Fehler. Erstmal Frankfurts Quarterback Jalil Awini mit einem Fumble beim zweiten Offensivspielzug. Aber gleich der nächste Spielzug der Ingolstadt Dukes endet so. Quarterback Keith Hilson, der den verletzten Rick Webster ersetzt, verliert auch den Ball. Die Frankfurter Verteidigung letzte Woche in Saarbrücken hatte sie dem Gegner minus 4 Yards Total Offense erlaubt. Aber die Frankfurter Offense musste erstmal punten und das ist der Return von Kenneth Telfair. Und der verliert dann selber den Ball kurz vor der eigenen Endzone und damit die Frankfurter Offense wieder im Geschäft. Aber die taten sich schwer zu Beginn der Partie. Jalil Awini tat sich schwer zu Beginn der Partie. Dritter Versuch und Goal. Da läuft er raus, dann wirft er den Ball noch, steht schon im Aus. Also zählt das als Sack und Raumverlust. Und deswegen nur ein Field Goal durch André Feuerherd aus 35 Yards Entfernung. Die ersten Punkte 3:0 für Frankfurt. Auch die Ingolstädter Offense kam nicht in Schwung. Hilson, der schaut hier gar nicht, wo er hinwerfen kann, will nur laufen, wird gesackt für Raumverlust, der nächste Punt. Und dann die Frankfurter, bei denen es jetzt langsam rund lief. Awini steigerte sich, lief in die Endzone, Touchdown aus 14 Yards, 10:0. Ingolstadt mit ganz vielen Problemen auf der Receiver-Position, das sah man dann auch. Der Pass von Hilson allerdings überworfen. Joshua Posnanski mit seiner 8. Interception der Saison, später folgte sogar noch Nummer 9. Aber auch Awini hatte die Probleme noch nicht ganz hinter sich gelassen. Kenan Lalic fängt hier seinen Pass kurz vor der Endzone ab. Und wenn die Offense nicht punkten kann, dann macht es eben die Verteidigung in Frankfurt. Denn kurz danach, John Tidwell fängt den Pass von Hilson ab. Touchdown, 10 Yards, 17:0. Und bei allen Problemen für die Frankfurter Offense in dieser Partie, zu Beginn des zweiten Quarters 17 Punkte vorne. Und die Dukes mussten punten nach einem 3 and out. Und da ist Awini. Und wenn er nicht wirft, dann geht es auch nicht schief. 24:0. Danach wieder ein 3 and out für die Dukes, die zu diesem Zeitpunkt noch kein First Down hatten. Deswegen konnten die Frankfurter ihre anfänglichen Probleme auch locker aussitzen. Und es wurde besser. Awini auf Jeremy Dixon, 17 Yards. Und dann Awini auch per Pass erfolgreich, obwohl er da großen Druck hat, aber er wartet darauf, dass George Robinson frei ist. 18 Yards Touchdown, 31:0. Ingolstadt zu diesem Zeitpunkt offensiv immer noch ohne First Down. Erst beim letzten Drive der ersten Halbzeit änderte sich das. Gilgamesh Seven mit einem Catch über 15 Yards und die letzten Punkte der ersten Halbzeit gehören den Gästen. Zoran Zizak aus 22 Yards immerhin. Mit einem Field Goal aber 31:3 für Frankfurt. Zur Pause. Im dritten Quarter war offensiv nicht so viel los. Beide taten sich schwer. Roscoe Baptist für Frankfurt hier mit einem 8-Yard-Lauf. Und dann Sonny Weishaupt, der jetzt auf dem Platz war als Quarterback, wirft unvollständig für Steffen Hänelt. Und deswegen gehen wir rein ins vierte Quarter. Der Drive geht weiter bzw. endet mit einem Field Goal-Versuch von André Feuerherd aus 43 Yards Entfernung. Und der ist gut, 34:3. Frankfurter Offense drehte nochmal auf zu Ende der Partie unter der Führung von Sonny Weishaupt. Der ist der Touchdown-Pass auf Feuerherd. 36 Yards, 41:3. Die Ingolstädter Offense tat sich komplett schwer durchs ganze Spiel. Hilson machte jede Menge Fehler hier. Seine dritte Interception, diesmal abgefangen von Jonas Ries. Und die Frankfurter nochmal mit Weishaupt und Jeremy Dixon zum Endstand von 48:3. Frankfurt schlägt Ingolstadt deutlich und braucht jetzt noch ein Pünktchen, um sich Platz 2 und damit ein Heimspiel in den Playoffs zu sichern. Manchmal braucht man auch ein bisschen Glück, so wie die Stuttgart Scorpions es hatten, als Daniel Jones bei ihnen auftauchte und sagte, ich will für euch Football spielen. Der Mann mit der Nummer 22 lebt mit seiner Frau auf einer Armeebase in der Nähe von Stuttgart und war jetzt mit dabei
beim Spiel der Scorpions bei den Schwäbisch Hall Unicorns, das baden-württembergische Derby im Optima Sportpark vor über 2000 Zuschauern. Pech allerdings für Stuttgart, dass sie auf ihren Quarterback Connor Sullivan verzichten mussten. Und Pech auch, dass der Eröffnungskickoff in den Armen von Nate Robitaille landet. Und der trägt den Ball 88 Yards zurück. Touchdown 6:0. Ersatzquarterback bei den Stuttgart Scorpions, das ist Receiver Makoa Kamenze-Stevens. Der gibt den Ball hier an Jones und das hier ist keine gute Aktion zu Beginn. Ein Fumble erobert von den Unicorns. Also gleich wieder Ballbesitz für Schwäbisch Hall und für Quarterback Marco Ehrenfried. Der bedient erneut Robitaille, das sind 13 Yards Raumgewinn und die Unicorns bewegen den Ball übers Feld. Jetzt liegt er an der 12-Yard-Linie und dann Tyler Rutenbeck, Touchdown, 13:0. Anschließend ein guter Drive der Scorpions mit Jones, der hier 19 Yards läuft, sich durchwühlt, nicht ganz bis in die Endzone kommt. Ball liegt an der 2-Yard-Linie. Kurz danach allerdings Vierter und Goal von der 2. Und da wird Jones dann gestoppt für Raumverlust. Also keine Punkte für Stuttgart. Rein ins zweite Quarter. Marco Ehrenfried bedient Nate Robitaille. Da kommt Ronnie Hicks, schlägt den Ball frei und dann hebt er ihn auf und trägt ihn zurück in die Haller Endzone. Touchdown Stuttgart, 60 Yard Fumble Return von Ronnie Hicks zum 13:6. Die Haller Offense hat allerdings eine Antwort. Und wie so häufig heißt sie Tyler Rutenbeck. Zu schnell für seinen Gegenspieler. 53 Yards, Touchdown 20:6. Und das war dann auch der Spielstand zur Halbzeitpause. In einer Partie, in der es nicht so viele offensive Highlights von den Hallern gab, wie man das eigentlich gewohnt ist. Aber das hier ist mal eine gute Aktion von Ehrenfried. Da befreit er sich aus dem Druck, findet Paul Siefert für 21 Yards. Und anschließend dann Ehrenfried auf Tyler Rutenbeck. 16 Yards, Touchdown 27:6. Aber es war nicht alles Gold, was glänzte bei den Schwäbisch Hall Unicorns. Ehrenfried leistete sich dann im vierten Quarter noch diese Interception zu Chris Holmes. Und dadurch kamen die Gäste nochmal zu Punkten. Das waren allerdings die letzten der Partie. Jones mit seinem Touchdownlauf aus 15 Yards Entfernung zum Endstand. 27:13. Schwäbisch Hall gewinnt mal wieder gegen Stuttgart. Allerdings nicht so deutlich, wie das vielleicht viele vorher erwartet hatten. Mit ihrem Auswärtssieg in Marburg haben sich die Allgäu Comets in der vergangenen Woche wohl aller Abstiegssorgen entledigt. Sie haben sogar noch eine kleine rechnerische Playoff-Chance. Marburg ist noch nicht sicher drin und braucht deswegen einen Sieg im direkten Rückspiel im Illerstadion. Die Gäste in den weißen Trikots mit Quarterback Chad Jeffries, der bedient Phil Lanieri, die Allzweckwaffe der Mercenaries für 23 Yards Raumgewinn. Es folgt der erste Touchdown der Partie und er geht an die Gäste. Charles Joseph fängt diesen Pass von Jeffries zum 7:0. Das ist 28 Yards Entfernung. Dann die Gastgeber mit Problemen auf der Receiver-Position ohne ihren besten Mann Chris Havels. Francis Barr springt in die Bresche und fängt diesen Pass für 27 Yards. Und dann Townsend auf Henrik Preis. 4 Yards, Touchdown zum 6:7. Und dann eine spektakuläre Interception. Pass von Jeffries abgefälscht. Eric Pau Pau greift zu und bereitet damit den Touchdown für die Comets vor. Jocelyn Povea Askui aus 19 Yards Entfernung zum 14:7. Anschließend zwei Punts und der Interception der Allgäu Comets. Und dann aber Townsend ohne Fehler. Er findet Johannes Mertz 84 Yards. Touchdown zum 21:7 für die Gastgeber zu Beginn des zweiten Quarters.
Die nächsten Punkte gehörten dann wieder den Gästen. Jeffries auf Andrikas Lindley aus 15 Yards, 21-14. Zwei Punts später, Allgäu beginnt an der eigenen 1-Yard-Linie und Townsend vergisst hier, dass er in der eigenen Endzone steht. Wird beinahe gesackt, dann wirft er den Ball weg. Intentional Grounding, das ist ein Safety, 21-16 und Marburg bekommt den Ball. Und Jeffries bedient Joseph für 15 Yards und dann nochmal Jeffries für Joseph aus 6 Yards. Touchdown, 21-23, Marburg führt zur Pause. Im zweiten Durchgang ging dann bei den Gastgebern nicht viel zusammen. Andrei Tschernow mit der Interception gegen Cedric Townsend und damit Ballbesitz für Marburg. Jeffries auf seinen besten Mann an diesem Tag, Phil Lanieri. 31 Yards Touchdown, 21-30. Lanieri mit 232 Receiving Yards in dieser Partie. Und im vierten Quarter auch nur noch Punkte für Marburg. Jeffries erst für Andrikas Lindley für 9 Yards und dann Jeffries eben auf Lanieri für den letzten Touchdown der Partie. 59 Yards zum Endstand. 21-37. Die letzten Bemühungen der Gastgeber brachten nichts mehr ein. Cedric Townsend in der letzten Woche noch der Matchwinner in Marburg, diesmal mit 3 Interceptions. Und so revanchieren sich also die Marburg Mercenaries für die Heimniederlage aus der Vorwoche in Kempten an den Comets. Hier sind die Ergebnisse aus Woche 16 in der German Football League. Die New Yorker Lions aus Braunschweig schlagen die Hildesheim Invaders mit 41-13. Die Dresden Monarchs gewinnen gegen die Berlin Rebels mit 45-38. Die Berlin Adler verlieren gegen die Cologne Crocodiles mit 27-38. Die Schwäbisch Hall Unicorns schlagen die Stuttgart Scorpions 27-13. Samsung Frankfurt Universe dominiert in die Ingolstadt Dukes mit 48-3. Und die Allgäu Comets verlieren gegen die Marburg Mercenaries 21-36. Abgesagt wurde die Partie Hamburg Huskies gegen die Kiel Baltic Hurricanes. In der Tabelle im Norden das einzig ungeschlagene Team, weiter der amtierende deutsche Meister, die New Yorker Lions aus Braunschweig. Dahinter die Kiel Baltic Hurricanes, die Dresden Monarchs und die Cologne Crocodiles. Und auch die Berlin Rebels haben noch Chancen auf die Playoffs. Gegen den Abstieg geht es für Hildesheim, Hamburg und Berlin. Auch im Süden ein ungeschlagenes Team an der Tabellenspitze. Das sind die Schwäbisch Hall Unicorns vor Samsung Frankfurt Universe, den Marburg Mercenaries und den Ingolstadt Dukes. Auf Platz 5 die Allgäu Comets, dann die Stuttgart Scorpions, die Munich Cowboys und die größten Abstiegssorgen aktuell haben die Saarland Hurricanes. Das, liebe Zuschauer, war GFL TV für Woche 16. Bisschen ungewöhnlich heute ohne Moderation. Ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht. Wir sehen uns nächste Woche wieder hier an gleicher Stelle und wir verabschieden uns wie immer mit unseren Plays of the Week. Die Plays of the Week der German Football League. Präsentiert von wirmachendruck.de. Let me say hi. Thank God I found you, if you don't mind. I might stay around you, 'cause I'm the only one you've been searching for such a long time. And here's why, I'm a gentleman, the last one of sword. And for tonight, I'll be the best of an escort. I'll be your best friend downtown, playing in your favorite band. Yeah, yeah. I am your record, let us go with better rock stereo. Yeah, yeah. And it's become love song, baby, you're the only one. Ha!
some hits in my hotel. I'll be your best friend.